Ein herzliches Hallo an dich. Mein Name ist Andreas und ich freue mich, dass wir heute das Geistestraining, dein Geistestraining in der Neuausrichtung deines Denkens und deines Wahrnehmens von allem und jedem in Lektion 124 fortsetzen können. Dieses Übungsbuch ist erschienen im Kurs im Wundern, wie gesagt, und herausgegeben wird es vom Greuthoff Verlag. Also, so sieht das Ganze aus. Und willkommen zur Einladung für ein Training und damit zu einer neuen Erfahrung. Lektion 124. Ich will mich daran erinnern, dass ich eins mit Gott bin. Heute wollen wir wiederum Dank sagen für unsere Identität in Gott. Unser Zuhause ist sicher. Schutz ist gewährleistet in allem, was wir tun. Schutz ist gewährleistet in allem, was wir tun. Macht und Stärke stehen zu unserer Verfügung in allem, was wir unternehmen. Wow, lass das mal sacken. In nichts können wir scheitern. Alles, was wir berühren, nimmt ein leuchtendes Licht an, das segnet und das heilt. Eins mit Gott und mit dem Universum gehen wir frohlockend unseres Weges im Gedanken, dass Gott selbst überall hin mit uns geht. Wie heilig ist unser Geist? Und alles, was wir sehen, spiegelt die Heiligkeit in dem Geist wider, der eins mit Gott ist und auch mit sich selbst. Wie leicht schwinden Irrtümer dahin und der Tod weicht dem ewig währenden Leben. Unsere leuchtenden Spuren weisen den Weg zur Wahrheit, denn Gott ist unser Gefährte, während wir eine kleine Weile auf dieser Erde wandeln. Und die kommen, um uns nachzufolgen, werden den Weg wiedererkennen, weil das Licht, das wir tragen, zurückbleibt und doch mit uns kommt, während wir weitergehen. Oh, was für eine coole Jobbeschreibung für dein Hiersein. Und was für eine gute Zusicherung, dass du tatsächlich in allem, was du unternimmst, seinen Schutz, seine Stärke, seine Befürwortung, seine Gewissheit mit dir gehen hast. Und übertrag das in deinen Alltag, übertrag das in deine Erfahrung davon, was du hier unternimmst. Denn Gott geht mit dir, wohin auch immer du gehst. Und weil du eins mit ihm bist. Das heißt, stell dir vor, und das wäre nicht nur eine Vorstellung, sondern tatsächlicher Fakt in all deinen alltäglichen Dingen, dass du von dem Zweifel loslassen kannst über deine Identität, über deine Sicherheit. Stell dir vor, dass du alle Dinge, die du tust, tust, ohne das Gefühl, es zusammenhalten zu müssen, ohne das Gefühl, dass du es tust, um leben zu können oder um dein Leben bestreiten zu können. Stell dir vor, dass du die Dinge tust, die für dich wirklich Attraktivität besitzen. Nicht angstbasiert, sondern basierend auf Inspiration. Stell dir vor, dass egal was das ist, was es inspiriert, was dich inspiriert, egal was es ist, was für dich Attraktivität besitzt und was du tust, mit Gottes Unterstützung stattfindet. Innerhalb deines Traumes, ja. Innerhalb der Welt von Illusionen, ja. Und genau hier wird diese Zusicherung und dieser Zuspruch benötigt, damit du tatsächlich lernst und annimmst, dass sein Schutz und seine Unterstützung und seine Identität das ist, was deins ist. Ja, also das hier wird eine bedeutungsvolle Begegnung mit der Wahrheit. Dein Leben wird eine bedeutungsvolle Begegnung mit der Wahrheit und es ist jetzt. Ja, also das, was du dachtest, was zu kühn ist, das, was du dachtest, was zu groß ist, was du nicht in Anspruch nehmen kannst, weil du bist nicht würdig genug, weil du bist nicht in der richtigen sozialen Schicht aufgewachsen, weil du bist nicht gebildet genug, weil du bist nicht hübsch genug, bla bla bla, dass das alles Glaubenssätze sind, die dir beigebracht wurden, die du dir selbst beigebracht hast und geglaubt hast und die nichtig sind. Also lass dich hierin weiter sinken, lass dich weiter inspirieren in der Gewissheit, dass du frei bist, dass du erlöst bist, dass du nicht der Körper bist und dass alles, was du hier benötigst, dir zur Verfügung gestellt wird, um deinen kleinen Aufenthalt in Raum und Zeit zu einer bedeutungsvollen Begegnung mit dem Verlust des Mangels
stattfindet und der Erinnerung daran, was gegenwärtig für dich kommuniziert, was dich gegenwärtig erinnert, was dich gegenwärtig aufruft, neckt, dir einen kleinen Schubser gibt und sagt, hey, guck mal, wer da ist, guck mal, wer du jetzt bist, guck mal, was für ein Licht da ist. Und das ist immer da. Und Licht an. Hast du gemerkt, das Licht war gar nicht aus? Okay. Was wir empfangen, ist unsere Gabe an ihn. Ist unsere ewige Gabe an die, die nach uns kommen und auch an die, die vor uns gingen oder eine Weile bei uns weilten. Gott, der uns mit derselben Liebe liebt und im selben Licht liebt, in welcher wir erschaffen wurden, lächelt uns an und bietet uns das Glück an, das wir gaben. Heute wollen wir an seiner Liebe zu uns nicht zweifeln, noch seinen Schutz und seine Fürsorge in Frage stellen. Keine bedeutungslosen Ängste können zwischen unserem Glauben und unser Gewahrsein seiner Gegenwart treten. Heute sind wir im Wiedererkennen und Erinnern eins mit ihm. Wir fühlen ihn in unserem Herzen. Unser Geist enthält seine Gedanken, unsere Augen schauen seine Lieblichkeit in allem, auf was wir schauen. Heute sehen wir nur das Liebevolle und das Liebenswerte. Wir sehen es in den Erscheinungen des Schmerzes. Und der Schmerz weicht dem Frieden. Wir sehen es in den Rasenden, den Traurigen und den Notleidenden, den Einsamen und Ängstlichen. Sie werden jener Ruhe und dem Geistesfrieden zurückerstattet, in denen sie erschaffen wurden. Auch in den Sterbenden und Toten sehen wir es, wodurch sie dem Leben zurückerstattet werden. Das alles sehen wir, weil wir es zuerst in uns selber sahen. Kein Wunder, kann denjenigen, die erkennen, dass sie eins mit Gott sind, je verweigert werden. Es gibt nicht einen ihrer Gedanken, der nicht die Macht hätte, alle Formen des Leidens bei jedermann zu heilen, in Zeiten, die vergangen sind und Zeiten, die noch kommen werden, genauso leicht wie bei jenen, die jetzt neben ihnen gehen. Ihre Gedanken sind zeitlos und ebenso unabhängig von Entfernung wie von Zeit. Ja, weil du nämlich, es ist alles. Weil alle Zeit in diesem Moment ist. Du bist nicht sozusagen ein Körper in einer großen Welt, in einer unglaublich vielschichtigen und vielverzweigten Zeitmatrix sozusagen, sondern dieser Moment ist holographisch. Alles ist hier enthalten. Jeder Moment, jede Zeit, jede Möglichkeit ist hier enthalten. Und du bist das Licht, das alles durchdringt. Du bist die Präsenz, die all das durchdringt. Daher bist du total unabhängig von Zeit und von Raum, weil du jetzt bist und alle Zeit und alle Möglichkeiten jetzt sind. Durch dein Erinnern, dass du eins mit Gott jetzt bist, wird alle Zeit und aller Raum in dir und alle, die mit dir gingen und mit dir gehen werden und jetzt gehen, in deinem eigenen, in Anspruch nehmen, deiner Einheit mit Gott geheilt. Das ist keine große Sache, weil es natürlich ist für die Macht deiner Entscheidung, dass nichts ungeheilt bleibt, wenn du deinem Geist der Heilung gewidmet hast und du für dich geklärt hast und reflektiert hast, dass es nichts anderes gibt, wozu dein Geist überhaupt dienen kann, in allem, was du tust. Wow, unglaublich, ne? Und hier sind wir bei einer Idee und wir haben sie viel reflektiert und wir werden sie wahrscheinlich auch noch viel reflektieren, dass deine individuellen Bedürfnisse und die Heilung der Welt und die Erlösung der Welt nicht voneinander getrennt sind, sondern tatsächlich gleichzeitig erfüllt werden. Und ich liebe das. Wir verbinden uns in diesem Gewahrsein, wenn wir sagen, dass wir eins mit Gott sind. Denn mit diesen Worten sagen wir ebenfalls, dass wir erlöst sind und geheilt, dass wir entsprechend auch erlösen und heilen können. Wir haben angenommen und jetzt möchten wir geben, denn wir möchten die Gaben, die unser Vater uns gab, behalten. Ja, vielleicht erinnerst du dich, schütze alle Dinge, die du wertschätzt, durch den simplen Akt, sie wegzugeben. Dadurch behältst du sie. Heute möchten wir uns als eins mit ihm erfahren, damit die Welt unser Erkennen der Wirklichkeit mit uns teilen möge. In unserer Erfahrung ist die Welt befreit. Indem wir unsere Trennung von unserem Vater leugnen, ist sie geheilt mit uns gemeinsam. Friede sei heute mit dir.
Sichere deinen Frieden, indem du dich im Gewahrsein übst, dass du eins mit deinem Schöpfer bist, wie er es mit dir ist. Irgendwann heute, wann immer es am günstigsten erscheint, widme dem Gedanken eine halbe Stunde, dass du eins mit Gott bist. Dies ist unser erster Versuch mit einer ausgedehnteren Übungszeit, für die wir weder Regeln noch besondere Worte vorgeben, um deine Meditation anzuleiten. Wir wollen Gottes Stimme vertrauen, dass er heute zu uns und zu dir spricht, wie er es für richtig hält, in der Gewissheit, dass er nicht versagen wird. Verbringe diese halbe Stunde mit ihm. Er wird das Übrige tun. Der Nutzen wird für dich nicht geringer sein, wenn du glaubst, dass nichts geschieht. Womöglich bist du nicht bereit, den Gewinn heute anzunehmen. Irgendwann jedoch wird er zu dir kommen und du wirst nicht anders können, als ihn wahrzunehmen, wenn er mit Gewissheit deinem Geist aufdämmert. Diese halbe Stunde wird in Gold gerahmt sein und jede Minute wird wie ein Diamant in der Fassung des Spiegels sein, den diese Übung dir anbieten wird. Und du wirst Christi Antlitz darin sehen, als Spiegel deines eigenen. Heute vielleicht, vielleicht auch morgen, wirst du deine eigene Verklärung im Spiegel sehen, den diese heilige halbe Stunde dir entgegenhält, damit du dich betrachtest. Wenn du bereit bist, wirst du sie dort finden, in deinem Geist und darauf wartend, entdeckt zu werden. Du wirst dich dann an den Gedanken erinnern, dem du diese halbe Stunde gewidmet hast und dankbar gewahr sein, dass du nie Zeit für etwas Besseres verwendet hast. Heute vielleicht, vielleicht auch morgen, wirst du in diesen Spiegel schauen und verstehen, dass dies sündenlose Licht, das du siehst, das deine ist, dass die Lieblichkeit, die du erblickst, deine eigene ist. Betrachte diese halbe Stunde als deine Gabe an Gott, in der Gewissheit, dass seine Gegengabe ein Gefühl der Liebe sein wird, das du nicht verstehen kannst. Ein Gefühl der Liebe, das du nicht verstehen kannst. Eine Freude, die zu tief geht, als dass du sie erfassen könntest. Ein Anblick, der zu heilig für den Anblick durch des Körpers Augen ist. Und dennoch kannst du sicher sein, dass du eines Tages, vielleicht heute, vielleicht auch morgen, verstehen und erfassen und auch sehen wirst. Füge dem goldenen Rahmen, den dir heute angebotenen Spiegel einfasst, noch weitere Diamanten zu, indem du stündlich bei dir wiederholst: Ich will mich daran erinnern, dass ich eins mit Gott bin, mit meinem Selbst und allen meinen Brüdern, auf ewig heilig und in Frieden. Und dies ist das Meisterwerk deiner Instruktion an dich selbst von außerhalb von Raum und Zeit, für eine Reflexion, die dir nicht newtonsche Gesetze oder physikalische Gesetze oder weltliche Gesetzmäßigkeiten beibringt, sondern dich darin trainiert, göttlich zu erfahren, göttlich dich selbst zu erfahren, heilig dich zu erfahren und froh zu sein, dass es nie etwas anderes gab, was Gott für dich vorgesehen hat, dass du es siehst. Und dies ist ein Beginn. Dies ist ein Beginn in deiner eigenen Idee des Erwachens zum gegenwärtigen Reflektieren deines eigenen Heiligen Geistes in der Gewissheit, dass du dich selbst erreicht hast, von außerhalb von Raum und Zeit, in einer Sprache, die du in Zeit verstehst und die dich über die Worte hinausführt in eine Erfahrung. Also danke, dass du dir heute eine halbe Stunde Zeit nimmst für diesen Gedanken. Ich will mich daran erinnern, dass ich eins mit Gott bin, mit meinem Selbst und allen meinen Brüdern, auf ewig heilig und in Frieden. Wir sehen uns in einem Augenblick. Ich liebe dich, ich segne dich. Ich spreche dir göttliche Macht zu, was ein Segen ist. Und das heißt nichts weiter, ich erkenne an, dass Gottes Macht dir gegeben ist. Bis gleich, bis jetzt. Danke für alles. Wir sehen uns in diesem Moment.